herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Wahnsinns-Livestream auf meinem Kanal. Heute haben wir den Duo Cash Cup. Worum geht es? 65 Punkte pro Win, 2 Punkte pro Eliminierung und nur die Top 50 kommt ins Finale. Das Finale kommt natürlich direkt morgen. Und eine Sache möchte ich euch natürlich ans Herz legen. Wenn ihr besser werden wollt in Fortnite, dann bin ich euer Viewing Party Boss mit Mongral, mit Mr. Savage. Und ihr könnt unsere 1v1 Map, Warm-Up Map spielen. Benutzt jetzt schon sehr, sehr viele Pros, ist Zero Delay und kriegt jetzt demnächst sogar die Chapter 5 Waffen. Also checkt es auf jeden Fall aus. Oder ihr sucht einfach Mongral, Mr. Savage, Amar in der Suchleiste, auch ganz entspannt. Chat, Grippy und Noah. Noah ist gerade auf seiner Peak-Performance. Die haben sich anscheinend getrennt. Und irgendjemand meinte, er spielt jetzt mit Aqua wieder. Also an viele, die fragen, Noah und ich haben uns gesplittet, weil es einfach nicht mehr geklappt hat so zwischen uns. Wir haben einfach nicht mehr so gut gespielt und die Vibes waren einfach nicht mehr gut, auch wenn es jetzt 2 Tage vor FNCS ist. Was? Ist einfach so. 2 Tage vor FNCS. Was ich gehört habe, Noah wird wahrscheinlich mit Aqua spielen. Ne. Und ja, mehr weiß ich auch nicht darüber. Und was? Heute spiele ich den Cash Cup mit der Weltmeister. Dexter. Und FNCS weiß ich noch nicht, mit wem ich spiele. Ja, also, keine Ahnung. Der Weltmeister ist back, Chat. Weiß ich jetzt auch nicht. Und W ist in den Chat für Aqua. Hab hier jetzt, okay. Also, nein, das war's. Das war's, Chat. W ist in den Chat für Aqua. No way kommt Aqua wieder zurück. Weil wir unterhalten uns immer, über über die teuersten Zigarren, den teuersten Whisky und den teuersten Wein. Damit man sagen kann, wie geil man doch ist. Digga, diese Shotgun ist so krass. Diese Shotgun ist so krass, Bro. Also diese Tag-Chat, also wirklich, das ist, glaube ich, die krasseste Shotgun, die es gibt. Aber stell dich mal, okay. Anderes Szenario, Chat. Ihr habt eine WhatsApp-Gruppe mit euren Nachbarn, okay? Und ihr wisst, da ist diese eine. Digga, ihr wisst, Nachname Schmidt. Die ist so geil, 10 von 10, okay? Würdet ihr versuchen, sie zu risen? Auf ihr habt ihre Nummerbasis? Oder würdet ihr so darauf warten, dass ihr euch mal aus Versehen im Hausflur begegnet? Der eine kommt hoch, der rote. Also jeder, der sagt, ich würde sie einfach anschreiben, weird as fuck, man. Also ihr seid wirklich weird as fuck. Noch, Digga, du wartest, bis du sie mal auf dem Hausflur siehst. Ich bin nicht bei dir. Jeder, der ihre Nummer dafür verwendet, weird as fuck. Bro, du gehst nämlich an ihre Haustür mit einem Handtuch und tust so, als hättest du dich ausgesperrt zu Hause. Ja, kann sein. In-game, Chat. Hast du Erfahrung? Nein. Real Talk, ich habe, glaube ich, noch. Ich habe noch nie eine geile Nachbarin gehabt. Noch nie in meinem ganzen Leben. Noch nie. Mit Kopfkissen, Decke und ein Snack rübergehen und sagen, hab in mein Bett geschissen, darf ich bei dir schlafen? Auch gute Idee. Ja, kann man machen. Ja, das war's. Das war's erst tot. Das war's erst tot, Chat. Was? Wie kommt er da raus? Das Amarakel war crazy, ja. Das Amarakel war sehr geil. Bitte mach das mal wieder. Nein. Chat, das war viel zu aufwendig, Digga. So wie ich das gemacht habe, da hat einer Vollzeit darauf gearbeitet die ganze Zeit. Das ist komplett beschissen. Amar Asa fightet gegen Cheetah. What? Das ist unsichtbar, Bro. Das ist unsichtbar. Der ist echt unsichtbar. Hä? Ich auch nicht, nein, der ist wirklich unsichtbar. Ich weiß, ich sehe nicht. Wir müssen Plan spielen, er will mich piecen. Warte mal! Komm, die Boxen, Was spielen wir? Digga, die spielen gegen den Unsichtbaren? Bro, ich weiß. Bro, das brauchst du, wenn du deine Nachbarin siehst. 301, Bro. Sie macht Haustür kurz auf, Chat. Vielleicht können wir Halgrans briefen. Wenn wir Halgrans briefen, dann stirbt er maybe einfach mal voll. Hä? Hä? Hinten. Bro, ich glaub, man kann ihn nicht. Spielen. Ich hab nicht Healer springen, Leute. Der Matchbro, man kann ihn nicht mal hinten. Hä? Digga, das ist der nackte Mann. Block ihn in den Storm, block ihn in den Storm. Chat, das ist der nackte Mann. Man kann ihn nicht hitten, Bro. Echtet uns, ey. Ah! Bro, ich werde von in Storm gehittet. Ich seh ihn, ich seh ihn. What? Ah! Frey! Ja, das ist wirklich... Ich hab 3 Medkits noch, Wir müssen Healer spielen. Ich hab Flopper. Ja, ich hab keine Medkits, Bro. Wir waren im Metz. Metz jetzt. Adopt on. Geht hin noch. Keine Metz mehr. Kuppetz! Kuppetz!
Nein, er ist tot. Digga, die spielen gegen jemand Unsichtbares, Bro. Da ist ein unsichtbarer Spieler-Chat. Weiß nicht. Na, okay, Bro. Hä? Bleib doch mal drin. Wir haben wirklich Pech. Also wirklich, wir haben so Pech. Die haben einfach gegen jemand Unsichtbares gefahren. Bro. Also ich gucke seit 6 Jahren Fortnite oder so, oder 5 Jahren Fortnite. Ich habe noch nie in meinem Leben jemand Unsichtbares gesehen, Chat. In einem Turnier. Irgendwie finde ich das Duo komisch. Ja. Digga, also Tilsen, wenn du das noch einmal sagst, das sind meine süchtigen Geschäftspartner, Bro. Der ist schon vergeben. Ah ja. Guck mal hier. Ikari FNR. Dann höre ich mal lieber auf die Regel. Wichtig. 150. Nice. Nice! Okay. Ja! On Monster, by the way, auch im Prime okay. Im 17. Guck mal, Chat. Das sind so die Erinnerungen an die Primes. Letzter Gegner. GG's. Er will mich schießen. Er guckt auf dich wahrscheinlich. 100! 100! Was? Ja, komm, weg, perfekt. Dieser Club nach dem Club. Dieser Clip nach dem Club mit AMC. Ja, ja. So gut. Oh! Oh! Ja! Nice. Digga, die gehen komplett double kill in Chat, ne? 20 Kills schon. Scheiße. Okay. Was ist eigentlich crazy, Digga? Ah, das ist so leicht. Digga, aber warum kommt Reason dazu? Die sollen sich einfach splitten. Also in-game halt. Ah, zu leicht. Er hat eh noch ein Medkit. Das heißt, in der Zone kann er eh noch bleiben, Chat. Ah, okay. 5er-Ticks. Medkit popping. Aber würdest du deine Kinder eher zum Fußballer oder zum E-Sportler machen? Wenn ich irgendwann mal durch bin mit meinem Roadplan, dann würde ich ihn vielleicht zu einem E-Sportler machen. Aber wenn ich noch nicht durch bin, dann würde ich ihn zum Fußballer machen. Und am Ende des Tages, Bro, es geht doch darum, was das Kind haben will oder machen will. Hä? Barial? Arsch! Todarsch! Tot! Digga, was ein krasser Kill! Bro, war safe tot, Chat. Der war fully peace, fully boxed. Nice. Wie fandest du dir in der Jury? Super. Warte mal, morgen ist das, ne? Stimmt. Chat, morgen ist Find the Pro mit dir. Vielleicht starten wir morgen damit erstmal den Stream, oder? Wann kommen meistens die Videos live? Oh, 14 Uhr oder so? Oh, nein! Nein. Tot. Tot war der all. Digga, die sind ja komplett krass. Komm mit. Ich hab alles gehört, What the fuck, Digga? Junge, wie aggro spielen die Gegner denn? What? Warte mal, das ist jetzt ein geiler Fight gerade, Chat. Das können wir gerne kommentieren. Weil das ist crazy gerade. Das ist crazy gerade. Das sind die besten Gegner, aber war der alles besser? Halt's Maul. Bro, das waren die besten Gegner der Welt. Oh, es ist, Chat, einzelne Chat, wenn Reason das niemals geschafft hätte. Na, ich bin Reason-Hater Nummer 1, Chat. Schöner Hit. Ey, so Wahnsinn. Also wirklich. Das ist einfach wunderschön anzuschauen, Chat.
Es ist wirklich wunderschön. Ja. Ja. Guck mal, wie er sich da hinter der Cone noch versteckt. Es ist so gut mit Anschlusshorn. Krank. Du bist der beste Spieler der Welt. Und dein Duo ist washed. Digga, warum springt er die ganze Zeit beim Schießen? Ich check das gerade nicht. Ich denk mal anders, der looks that, der full top it, der firing, firing. Ja, ja. Ah, wegen Sniper. Solo here, I think. He's got no mats, no mats. 100. Dead. Nice! 60 Punkte. White's one. Hey, warte mal, die haben keine Whites. Was macht er denn? Warum spielt er? Nimm das Holz mit, nimm das Holz mit. Er hat das Holz nicht mitgenommen. Chat, wir gehen gleich rüber. Reason dead. Ausrufezeichen dead in seinen Chat. Vielleicht gibt's da einen Command. Ausrufezeichen dead. Alle schreiben Ausrufezeichen dead. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nice. Letzter. Nice. Nice, 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 nice. Nein, warte all. Bitte. Stell dir vor, wenn er jetzt schon einen Headshot snipe, ich glaube, dann macht Variol. dann macht er einen Tweet. Oh, nice. Nice, Digga, endlich spielen die zusammen. Boah, ich check nie diese FNCS-Systeme. Nein, ich habe wirklich alles perfekt erklärt. Also Real Talk, alles perfekt. Sogar mit Dia-Show und so. Chat. Boosted Reason geht als erstes down bei 22 Kills. Ja. Wenn das jetzt wirklich passiert, wäre es gewesen. Du weißt, dass ich der Jürgen Party Boss bin, ne? Das weißt du, oder? Oh mein Gott! Oh! Digga, ich hatte grad so Angst, ne? Digga, oh mein Gott! Digga, Bro! Die Jump, Digga, die Jump Burger Reason! Also, wenn die das holen, legit sind die crazy. Ich werde die trotzdem haten. Die kommen hoch, die kommen hoch, die kommen hoch! Wo? Mit uns. Ja, die kommen, die kommen. Oder nicht, ja, die kommen. Die sind über uns, die sind über uns, die sind über uns. Hey, was hat Material gemacht? Du kannst die Base suchen, ja, ich bin auf einen Layer gebaut. Ja, ich spiel. Absteht, absteht, wovon er gegangen. Ja, alles gut. Bin Outzone gegrappelt. Oh mein Gott, das war einer. Material ist krass. Also, Material wirklich. Digga, League of Legends Prime oder so. Die haben einfach Cap oder so, Chat. Die brauchen eine 30 Bomb und den Win. Und es sieht so aus, als würden sie hier gerade Geschichte schreiben. Also jetzt mal. Nee, ist einer P, ist einer P. Knaffe, da ist ein Bomb. Ja, Digga, und so. Digga, so gefallen sie mir. Und nicht wie diese kleinen Pisser, die auf jeden Clip gehen wollen. Genau so, Chat, will ich sie spielen sehen. Also entweder Reason, okay, wird er so auf cool tun, Reaction, oder wird er so komplett rumschreien? Nein, er wird komplett rumschreien. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wird so, good shit, Digga. Weil er will jetzt cool sein, weil er ist ganz so richtig so auf seinem coolen Film, weißt du? Naja. Letzter. Ciao, ich hab's gesagt. Digga, die haben sich einfach gewollt. Ja. Digga, krass einfach, Digga. Das ist... Das. Digga, wenn Vardial, ne, und Reason so die ganze Zeit spielen würden, das wär so krass. Okay, es hat sich anscheinend nichts geändert. Diox und Kate, erster Platz mit 3 Wins. Oh, das ist crazy. Und zweimal Zweiter. 3 Wins und zweimal Zweiter. Diox ist sogar Controllerspieler aus Spanien, glaube ich sogar. Ziemlich crazy. Wen haben wir noch? Flichy und Yannis Z-Chat.
der dreifache Europameister. Letzte Runde Klatsch gegangen mit 6 Kills. Sauber. Wen haben wir hier? Taysen und Veno. Neues Duo anscheinend. Taysen und Veno. Sehr, sehr krasse Kombination. Ich frage mich, mit wem Thomas AD spielt. Ich glaube mit Queasy. Ich weiß gerade nicht mehr. Kick-Duo ist mit dabei. Haijo und Fast-Hoki. Wen haben wir noch? Vanyak und Sint. Digga, das Finale ist jetzt schon gut. Aber die... Halsmaul. Wer ist denn Edis der Schmale? Also, wer hat sich so umbenannt in Fortnite in einem europaweiten Turnier? Kami und Setti hier auch mit am Start. Wen haben wir noch, Chat? Trippern und Fredoxy, auch ewig nicht mehr gesehen gefühlt. Reason und Vadial mit der letzten Runde. 34 Killwin. Oh, Chap und Khan. Digga, das ist geil. Chat, listen to my words. Ich habe bei Epic Games, weil Chap war nämlich gebannt, falls ihr euch erinnert, für ein paar Tage. Ich will normalerweise keinen Leuten mehr helfen und sowas, wenn es da um so Bann-Geschichten geht. Und ey, Digga, weil dann nerven die mich jedes Mal. Und Real Talk, ich habe in meinem Leben echt sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und die Menschen danken ein vieles nicht, Digga. Wirklich, sehr, sehr vieles danken einem die Menschen nicht. Unter anderem, wenn man sich für sie einsetzt und auch für eine lange Zeit und sowas. Das danken einem viele Menschen nicht und vergessen sowas sehr, sehr schnell. Und deswegen will ich mich einfach für die Leute gar nicht einsetzen. So, an manchen Stellen ja, an manchen Stellen nein, fertig. Aber bei Chap und bei Reizen habe ich mich jetzt dafür eingesetzt, ausnahmsweise mal. Und Chap wurde jetzt N-Band. Digga, erstes Turnier, zack, wieder Top 37. Sehr, sehr geil. Tini und Misha, Corny ist auch qualified. Wen haben wir hier? Chico und Trulex, maybe, Digga. King ist sogar auch qualified, Chat. Malibuka und Mastouch qualified. Refsgard qualified. Und das war's. 423 Punkte hat man gebraucht. Okay, ey, das war's mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.